Ja, ein herzliches Servus wieder an alle, die eingeschaltet haben. Ja, heute ist ein ganz besonderes Video. Heute machen wir nämlich die Hobbit-Diskussionsrunde. Das lange erwartete 500 Abonnenten-Special zu meinem Kanal und ich bin heute nicht alleine da. Ich habe mir heute ein paar mitdebattierende, Diskussionsteilnehmer hergeholt. Und zwar den Philipp. Ja, servus. Kann ich vielleicht aus den Kommentaren der Natunios Badatheon, also falls ihr das, den Kommentar von mir gelesen habt, bin ein sehr großer Herr der Ringe und Hobbit-Fan und so weiter. Hab fast alles von Tolkien gelesen. Und ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Genau, dann den David. Hallo, ihr kennt mich bestimmt auch schon aus den Kommentaren. Da bin ich auch mit David nett angemeldet, wie leider. Eigentlich wollte ich es anders. Ich bin sehr großer Herr der Ringe-Fan, auch, wahrscheinlich wie jeder hier. Und hab eigentlich auch schon ziemlich viel gelesen, ja. Okay, und den Anthony Tarik, den ich aber hier einfach selber Anthony nennen werde. Genau, ich wurde auch angekündigt im Video und als Experte und ich hoffe, dem gerecht zu werden und wird bestimmt lustig auf jeden Fall. Ja, genau, Anthony, du hast ja schon gesagt, dass du sehr viel, vor allem was Geografie angeht, sehr, sehr fit bist. Das werden wir heute gleich mal austesten. Nein, Spaß, aber wir werden vielleicht echt mal drauf zurückkommen. Gut, dann würde ich sagen, ich sage für unsere Zuschauer kurz den Ablauf. Wir diskutieren vier Fragen heute. Und zum ersten Mal wird jeder seine eigene Meinung zu der Frage darstellen und danach werden wir uns sozusagen ein bisschen über die Frage austauschen, ein bisschen auf die Meinung der anderen eingehen. Und ich würde sagen, das verspricht viel Spaß und wir fangen gleich einfach mal an. Die erste Frage ist der Filmvergleich Hobbit, Buch, Hobbit, Film. Es ist ja sehr kontrovers diskutiert worden, dass der Hobbit ja drei Filme hat und das Buch ist ja nur so klein. Und ich würde sagen, da gebe ich jetzt einfach mal das Wort an Anthony und er darf jetzt sich gleich mal dazu äußern. Ja, ich glaube, das hat aber jeder von uns gemerkt, der den Film gesehen hat, dass die Substanz des Buches nicht auf drei Filme zu strecken ist. Also, ja, man spürt das einfach. Aber es ist trotzdem schön, in Mittelerde zu sein, das ist wieder dabei zu sein. Macht Spaß. Wie seht ihr das? Ja, also ich finde, im Buch, dass da die wesentlichen Sachen dabei sind, im Film ist gut. Ja. Das Zusätzliche, naja, zu der Zeit ist halt auch viel anderes passiert. Das weiß man ja, wenn man sich ein bisschen auskennt. Das Ganze mit Dol Guldur und so weiter. Das finde ich sehr gut, dass sie das mit eingebracht haben, weil ich wollte das mal auch schon mal auf der Leinwand sehen und ich fand, das ist gut. Aber was ich schlecht finde, ist zum Beispiel diese Romanze zwischen Kili und Tauriel. Das ja, wer findet das nicht? Das ist schon die Scheiße, aber... sonst war es eigentlich schon recht erfrischend, mal was Neues zu sehen. Also ich find's gut, muss ich sagen. Okay. Ja, David? Ich finde es eigentlich ganz gut, dass das so gestreckt worden ist. Mhm. Merkt man auch, wenn man das Buch liest, das ist viel dünner irgendwie als, oder weniger Seiten als Herr der Ringe, aber trotzdem dauert's, bis man da durch ist. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, aber... Ich will nicht sofort loshaten. Oh. Aber ja, die Szene mit Galadriel und Gandalf, ne, sitzen da und die scheinen Saumann gar nicht zuzuhören, was er dazu erzählt, so, ne. Ah, interessant. Nehmen ihn gar nicht ernst, allein wie sie ihn so anschaut, als lass den Alten mal reden. Und diese Beschwichtigungsversuche, ja, der Nekromant, den kenne ich nicht. Hab ich Sauron gesagt? Das ist alles so wie albern. Okay. Ja, ich glaube, meine Meinung fehlt ja noch und ich sehe das Ganze so. Ich muss sagen, also ich bin, man muss aufpassen mit dieser Kritik, dass diese, was hier viel gesagt wurde, dass die drei Filme nur gemacht wurden wegen der Geldgehalt Peter Jacksons und des Studios. Also da muss man klar mal sagen, Peter Jackson, wer ihn kennt, wer vielleicht auch mal die Anhänge gesehen hat bei Herr der Ringe, der ist ja selber so ein großer Fan. Der hat sich da schon was gedacht. Vor allem muss man sagen, dass wenn man das Buch gelesen hat beim Hobbit, dass viele Sachen, viele Beschreibungen, was ich den in Erebor angeht, Smaug angeht, dass viele kleine Handlungen einfach nur in ein paar Sätzen abgehandelt werden und die muss man im Film einfach, die im Film viel länger dargestellt werden. Das muss man, glaube ich, immer mal ein bisschen beachten, dass der Hobbit ein Kinderbuch ist und dem sehr auch sehr einfach geschrieben ist, aber wenn man darüber einen Film dreht, dann ist das immer so, dass man natürlich das Ganze auch ziemlich ausschmückt. Natürlich gibt es Sachen wie zum Beispiel Kili Tauriel ist, glaube ich, ein heißes Thema,
Also wo ich auch ein bisschen gestottert habe, aber eigentlich gar nicht so jetzt mit der Anfangsszene zum Beispiel. Es gibt diese eine Szene ja, wo sie mit ihm redet und mit diesem Stein und diesem Zwergstein. Die fand ich gut, das war so ein bisschen freundschaftlich angehaucht. Das war jetzt noch nicht so, oh, aber da gibt es auch diesen Spruch, wie ja, wo sie die ganzen Zwerge ja durchsuchen und dann Kili so, ja, willst du mich nicht untersuchen? Ich könnte dir alles Mögliche in meiner Hose haben. So. Also das ist einfach was nicht gepasst hat, finde ich. Das hat mich schon sehr, jetzt, da habe ich auch im Kino kurz gestutzt und habe mich gefragt, okay, was sollte das jetzt? Wo sind wir jetzt hier gelandet? Aber ich finde, dass die Dreiteilung durchaus gerechtfertigt ist. Ich war sogar sehr, dazu sage ich nachher noch kurz was, aber ich war sehr, sehr, sehr überrascht auch vom zweiten Film, wie der so aufgebaut ist mit diesem Zwergengoldstadion, mit Smaug am Ende. Das ist alles so, ich glaube, da waren alle ein bisschen überrascht, weil das ja so gar nicht im Buch vorkommt und sehr, sehr, ja, ausgeweitet wurde. Aber insgesamt bin ich froh, dass Jackson auch noch Material hinzugenommen hat aus den Anhängen, wie der Dol Guldur-Plot. Und dass man da eigentlich schon auf jeden Fall ein paar neue erfrischenden Wind hat halt auch in diesem ganzen Mittelehre-Genre. So, jetzt verbunden mit der Frage wollte ich euch mal noch so fragen, was sind eure Lieblingsszenen in den Filmen? Und was sind so Szenen, wo ihr sagt, nee, finde ich nicht gut? Oder was sind so Handlungsstränge, wo ihr sagt, nee, die hätten nicht sein müssen? Ich würde sagen, Anthony, da kannst du gleich einfach wieder anfangen. Ja, ist eine gute Frage. Also, ich fand der Moment, wo einem klar wurde, wie groß eigentlich dieser Drache ist, in dieser Halle, ja. War ein richtig geiler, also der war einfach geil animiert. Also, es war richtig cool. Und sowas finde ich schön. Also, dann will ich auch nicht, dass der Hobbit eigentlich endet. Also ich will auch noch einen vierten Teil. So ist er nicht. Aber ich bin enttäuscht über sowas wie, wenn Saumann, der noch 60 Jahre einfach der Ratsvorstand ist. So. Ja. Ne? Nehmen sie ihn ja ernst, aber da kommt er mir vor, als wäre er so ein Lappen. Ein Lappen, okay. Aber gut. Wurde übrigens so gedreht, die saßen gar nicht, deswegen wirkt die Szene auch ein bisschen komisch. Der saß gar nicht, war nicht an einem Set. Ja, genau, richtig. In England. Ja. Und wurde einzeln gefilmt und, naja. Ja, aber aus guten Gründen, ja, weil, Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbreche, ja, weil Christopher Lee ist einfach nicht mehr der Jüngste. Der Kerl ist, glaube ich, schon über 90 jetzt schon, macht immer noch Film. Also, da muss man schon mal sagen, es ist Hut ab vor ihm. Der ist ein richtiger Badass auf jeden Fall. Naja, er hat ja auch letztens, glaube ich, mal kurz, wenn wir so abschweifen, Guinness World Records für die meisten Schauspielereinsätze in ganz Hollywood. Also der Mann ist eine Legende. Aber, Entschuldigung, Tarek, ich habe dich da gerade überbrochen. Du wolltest ja noch was sagen vielleicht dazu. Nee, eigentlich, das war schon. Ich fand die Szene im ersten Teil, wo sie losgebrummt haben und dann fing dieses Lied an, ne, auf Englisch. Ja. Das war so schön. Und ich finde aber auch wieder schade, weil, kann das nochmal? Irgendwie die Melodie? Die Melodie kommt oft, ja, die wird oft aufgegriffen im ersten Teil, im zweiten. Aber das Lied selber kommt natürlich nicht nochmal so vor, nee. Fand ich schade ein bisschen, weil eigentlich, es war schön, es war ein cooler Moment. Okay, gut. Mhm. Philipp, was sind so deine Lieblingshandlungsstränge, deine Lieblingsszenen und Szenen, wo du sagst, oh nee, was war da denn los mit Jackson? Na gut, also die Opening-Szene vom ersten Teil, die fand ich genial. Also die fand ich richtig super, wie man da einfach gesehen hat, ja, da war die Stadt Tal und so weiter. Da habe ich mich richtig gefreut, sowas zu sehen, weil ich fand den Edelburschen immer, habe mich immer interessiert, wie das mal ausgesehen hat. Das war auf jeden Fall sehr gut. Und was mir auch noch gefallen hat, die Szene zwischen Thorin und König Thranduil, die fand ich richtig genial. Ja. Die hat mir gefallen. Und naja, wie gesagt, schon die Szenen zwischen Kili und Tauriel fand ich jetzt natürlich nicht so gut. Ja. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht so, was ich noch so bemängeln könnte. Außer halt vielleicht, naja, ist halt viel mit Spezialeffekten, was ich jetzt nicht so der Fan bin. Zum Beispiel bei der Herr der Ringe-Trilogie war das besser, da war halt noch nicht so viel CGI dabei. Ah ja, da zeige ich gleich nochmal was dazu. Aber ist deine Meinung, Gottes Willen? Ja, ist interessant. nein, Herr Gottes Willen, also ja, okay. Noch was? Ich habe nichts dazu zu sagen. Okay, David, was sind deine Lieblingsszenen? Was sind deine Szenen, wo du sagst, nee, da hat Peter Jackson Kaffee zu viel getrunken. Wobei, er trinkt ja keinen Kaffee, er trinkt ja immer Tee. Ja, ich finde persönlich die Szene, wo man sieht, also den riesigen Schatz von Erebor, cool. Jetzt nicht, weil er irgendwie besonders gut gemacht wäre oder so, einfach weil ich es cool finde. Ja, der Schatz ist einfach riesig, ja. Ja. Ja, auch nicht nur Gold, auch der Arkenstein ist irgendwie schon, man hat irgendwie auch schon so ein hingezogenes Gefühl zu sowas. Ja. Es ist halt schon ein bisschen anders, als wenn man es nur liest. Auf jeden Fall, ja. Und
auch die Szene, wenn sie vor dem Tor stehen, also vor diesem kleinen Nebentor. Ja. Und man dann halt nochmal so irgendwie diesen Berg sieht und außenrum den Wald und diese Öde, also dieses so Ja, wild halt. diese Ebene, ja, die total Ja. verwüstet ist, ja. Ja. Aber wie Okay. Turin auch zum Namen gekommen ist mit dem Eichenschild, das war auch eine Ja? mega Szene, oder? Bam! Also das Ja? wollte ich auch sehen, Ah, die eigentlich. Schlacht von Moria, ja, die war Ja, richtig genau, gut, das war. ja. Wer kann den Namen aussprechen? Arza Nul Bizza, oder? Oh Gott. ein ganz komischer Name. Gut, dann sage ich noch kurz was zu meinen Lieblingsszenen, zu meinen Szenen, wo ich sage, oh mein Gott. Also ich muss sagen, im ersten Teil ist es wirklich so, was haben wir schon angesprochen, der Prolog, sehr toll gemacht, der Erebor generell, finde ich, da hat sich Weta Workshop echt mit dem Design, also Alan Lee und so, die ja Peter Jackson da unterstützen und das Zeichnen, unglaublich übertroffen. Also ich finde, man kann sich jetzt auch im Hinblick dann im Herr der Ringe in Moria, wo die Fährten durchgehen, einfach viel besser vorstellen, wie die Zwerge da hängen und dieses Mithril aus diesen Steinen rausgeklopft haben mit ihren Meißeln und das sieht einfach toll aus. Dann natürlich, das Lied war toll. Was ich persönlich noch richtig gut im ersten Teil fand, war eigentlich im ganzen Filmverlauf Gandalf. Ich fand, man hat Gandalf mal wieder von einer ganz anderen, von der Art gesehen, wie man ihn, finde ich, halt erst nur im Herr der Ringe im ersten Teil gesehen hat. Er war so ein bisschen, ja, er war so ein bisschen kauziger, er war so ein bisschen einfach noch der Graue. Er war noch nicht so, er hat noch nicht, auch noch nicht so seine Macht gezeigt. Und er hat einfach auch, sagen wir mal, man sieht genau dieses zentrale Motiv, dass er sozusagen immer versucht hat, sozusagen rauszufinden, was in Mittelerde los ist und was sich so gerade bewegt. Und deswegen finde ich auch natürlich da im Hintergrund die Weiße Ratsszene eigentlich auch sehr, sehr gelungen. Dann gibt es, Entschuldigung, wenn ich gerade so ein bisschen ausführen werde, im ersten Teil gibt es eine Szene, die mich unglaublich nervt. Und das ist die neue Erfindung von Peter Jackson mit den Nazgûl. Und das hat mich dann im Nachhinein schon ein bisschen aufgeregt, dass sie da extra nochmal so eine Erweiterung machen. Und zwar sagt der Galadriel mit dem Hexenkönig von Angmar, mit diesem Schwert, das Radagast ja findet. Und da muss man sagen, also diese Erweiterung finde ich richtig schlecht, da ich meiner Meinung nach ist, dass es den Neuen so ein bisschen was von ihrer geheimnisvollen Art nimmt. Die Mysterie ist nicht mehr so da. Vor allem ist es totaler Quatsch da in den Büchern gleich, wer Herr der Ringe gelesen hat. Gleich am Anfang steht nämlich drin, dass sich die Menschen aufgelöst haben in Schatten, dass diese Menschen nie gestorben sind. Und so wird einem eigentlich symbolisiert, dass der Hexenkönig von Angmar eigentlich ein Mensch war, was er ja nicht war. Also er war zu der Zeit ja schon ein Ringgeist, wo er Angmar aufgebaut hat. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sie da, das finde ich, das ist ein bisschen weiter weg. Und eine Szene, da können wir auch gleich nochmal kurz drüber reden, und zwar diese Azog-Bolg-Geschichte finde ich auch grenzwertig. Also ich muss sagen, Azog ja, dass sie ihn da gelassen haben, ich verstehe sie. Man brauchte ja einen Hauptprotagonist. Man konnte ja die Zwerge nicht einfach so zum Erebor ziehen lassen und auf der Reise passiert nichts und man hat einfach keinen Gegenspieler. Klar, man braucht doch irgendeine böse Seite und Smaug ist so weit entfernt, erstmal im ersten Film und auch im zweiten Film erst am Ende, dass ich da schon sage, okay. Lass Azog nehmen, aber warum lässt man Azog nicht sterben, sondern nimmt einfach seinen Sohn Bolg? Man hat ein perfektes Rachemotiv, weil sozusagen ja, Thorin seinen Vater getötet hat. Und Bolg wäre sozusagen in meiner Ahnung der perfekte Jäger gewesen. Und so hat man diese Azog-Bolg-Dynamik, die finde ich auch dann wo im zweiten Film begonnen. Bolg wird nicht richtig eingeführt, man erfährt kaum was über ihn. Das finde ich einfach schade. Da haben sie wirklich viel Potenzial verschenkt. Und die böse Seite, finde ich, ist einfach in der Hinsicht nicht sehr gut ausgebaut. Auch das Design von Azog gefällt mir nicht so gut. Aber ich finde, das ist immer so ein persönlicher Geschmack, was man nicht so sagen kann. Dann sage ich noch ein letztes, dann dürfen wir natürlich wieder reden. Und zwar fand ich die Smaug-Jagd im Erebor auch, hat mich sehr gestört. Also sehr gestört ist übertrieben, aber ich fand es einfach schade, da man Smaug hat man gesehen, dieser Drache war einfach so gewaltig und so riesig und das war, ich glaube, das ist die beste animierte Kreatur in der Filmgeschichte bisher, also wo hat man so eine Kreatur schon mal gesehen mit Gollum, also einfach brillant. Und dann lässt man diesen Drachen einfach 13 Zwerge durch den Erebor jagen und er tötet keinen einzigen, versteht ihr? Das Mann, wirkt so un... ja. Das wirkt, das Eine wirkt... tanzte, Thorin tanzte sogar auf seiner Nase. Richtig, Das war so dämlich. Da hab ich mir gedacht, so, okay, dieser Drache hat einst ungefähr das gesamte Zwergenvolk niedergestreckt, ausgelöscht, aufgefressen, verbrannt, in die Flucht geschlagen und er schafft es nicht, 13 Zwerge zu töten. Also, Ja, das ist Plot-Armor. da denke ich mir schon, okay.
Na gut, und dann auch am Ende das mit der Goldstatue, das ist, also da muss ich sagen, boah, da habe ich auch ein bisschen geschluckt, weil das, ja gut, man weiß nicht, wie Gold zerfließt, aber es sah schon ein bisschen komisch einfach aus. Genau, so viel von meiner Sache. Jetzt können wir eigentlich auch mal so in generell einen Filmvergleich mal machen. Also so als zweiten großen Punkt, und zwar Herr der Ringe-Filme, Hobbit-Filme. Ihr könnt mal so auf die einzelnen Aspekte angehen, wie buchtreue Handlungen oder auch zum Beispiel die Technik. Philipp hat ja gemeint, dass das CGI bei Herr der Ringe besser war. Und da würde ich sagen, Anthony, kannst du einfach gleich mal anfangen. Also ich finde, man muss Sachen ändern im Film. Also man kann es nicht eins zu eins im Buch übertragen, weil im Buch manchmal wissen wir Dinge nicht, die wir erst durch späteres Lesen erfahren. Gutes Beispiel ist Saumans Mund. Wenn er kommt, wir wissen nicht, was mit Frodo los ist. Ne? Wir sehen nur, aha, Mithril, der hat das Kettenhemd, was ist los mit Frodo? Aber im Film wissen wir ja, dass er lebt. Von daher macht diese Szene keinen Sinn. Deswegen ist sie ja nur ein Special Edition dabei. Und das muss man auch bei dem Hobbit machen. Finde ich nicht so schlimm. Da finde ich andere Sachen ein bisschen Geisterarmee. Müssen wir jetzt nicht ausführen. Die Geisterarmee finde ich total dämlich. Aber ja, also im Vergleich, ich finde an die Epicness von. Das Wort ist verdient, epic, sehr oft. Ja, benutzt. Klar, natürlich. Kannst du gerne. Aber benutzen. Verdient, Herr der Ringe hat es verdient, von Anfang bis Ende. Am Ende können sie für mich auf eine halbe Stunde, eine Stunde feiern, wie sie gewonnen haben. Ja. Und ja, und Aragorn noch kann dreimal gekrönt werden. Finde ich alles okay. Ja. Fand ich alles super. Also. Und der Hobbit, ja, ist auch schön, aber kommt da nicht so ran einfach. Okay. Okay, also du würdest sozusagen Herr der Ringe einfach ein epochales Meisterwerk, muss man, und der Hobbit ist halt einfach, es sind gute Filme, aber sie kommen nicht so an den Herr der Ringe eigentlich ran, oder? Ja, müssen sie das aber auch? Richtig, ja, ist genau, müssen ist ein sie guter auch Punkt. Also genau. Der Hobbit, das Buch, kommt ja auch nicht an die Bücher ran, an die anderen Bücher ran. Ja, genau, wenn man es so sieht, auf jeden Fall, ja. Also, ich find's gut, dass man es verfilmt, weil das ist letztendlich irgendwie Tolkien, das, was er wollte, der wollte, dass es irgendwie weiterlebt und das tut es. Ja. Ja, durch die Filme auch. Alles klar. Philipp, was ist deine Meinung dazu? Naja, wie gesagt, die Special Effects sind Hobbit teilweise halt schon übertrieben, aber naja, gut. Gut, ist ja. Ist halt moderne Technik, da kann man nichts dagegen machen, aber ich finde, im direkten Vergleich jetzt, da muss man noch auf den dritten Film warten. Wenn der draußen ist, dann kann ich schon eher sagen, ob jetzt die Herr der Ringe-Trilogie besser ist oder die Hobbit-Trilogie, weil der dritte Film, der sieht sehr gut aus vom Hobbit. Okay. Also da halte ich echt meine Hoffnung hoch. Kann ich noch was sagen? Ja, klar, gerne. Und zwar, ja, weil du gerade sagst, durch die Animation, ich persönlich erkläre mir das so, da es ja noch ein frühes Zeitalter war auch mehr Elben da und alles, da erkläre ich mir, dass es alles bunter ist und schöner. Später ist ja die Zeitalter der Menschen und dann sind alles Zauberhafte ist ja eigentlich schon fast weg. Das erinnert mich Entschuldigung, wenn ich euch unterbreche, das erinnert mich gerade so an diesen Einsatz auch von vielen Star Wars-Fans mit der früheren Trilogie, weil da ja alles auch bunter und schneller ist und dass da die Jedi noch mehr Macht hat und deswegen sind die Kämpfe so spektakulärer und alles. Also ein netter Punkt, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, darüber habe ich überhaupt gar nicht mehr nachgedacht. Star Wars und Herr der Ringe, die Trilogien, die früheren und die heutigen, ja. Das ist schon ein guter Vergleich eigentlich. Ja, ja. Aber, naja, sonst so, also ich würde sagen, von der Geschichte her und vom Werk her, ist beides gleich zu erachten, weil, okay. Ich meine, was sich Tolkien ausgedacht hat, das ist halt einfach ein Meisterwerk. Ich glaube, damit kann hier jeder zustimmen. Natürlich, natürlich. Also, er ist der Begründer der Fantasy-Romane, ja, das kann also man klar so sagen, ja. Er ist halt einfach der Beste. Der Beste, alles klar. Genau. Okay, danke, ja. Philipp. David? Deine Meinung dazu zu den beiden Filmen? Ja, ich finde schon Herr der Ringe besser, aber man muss ja auch. Ich finde die Schlachten in Herr der Ringe halt besonders cool und auch gut gemacht, obwohl gut, sie schon älter sind. Wer findet die nicht cool? Ja, und das fehlt dann im Hobbit, aber das kann man ja nicht so einfach einfügen. Da gibt es ja nur eine Schlacht. Deswegen würde ich jetzt auch warten, bis der. Ja? Soll kommen im dritten Teil extrem. Meine ich ja. Ja, es gibt im dritten Teil. Da freue ich mich schon drauf. Oh ja, da freuen wir uns alle drauf. Ja, David, Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Da würde ich jetzt auch drauf warten und dann würde ich erst Vergleich ziehen, weil ja, sowas fehlt einfach.
Okay. Gut. Ja, gut, die Frage war zu Recht, ist zu Recht ein bisschen kontrovers natürlich, weil man hat noch nicht alle drei Filme gesehen, um Gottes Willen. Also ich muss sagen, wenn man die Umsetzung der Handlung vergleicht, muss man sagen, bei Herr der Ringe ist einfach mehr Fleisch da und es wird viel Fleisch weggenommen, wenn man das so banal sagen will. Aber ich finde, bei Herr der Ringe schafft man es echt, dass die Filme ziemlich stimmig sind. Die Schauspieler sind großartig, das sind sie beim Hobbit auch. Und bei Herr der Ringe hat man vor allem das Gefühl einfach, dass das eine geschlossene Reihe ist und jeder Film ist in sich geschlossen, finde ich. Man kann sich den Gefährten des ersten Films anschauen, hat einen geschlossenen Anfang, ein geschlossenes Ende. Also in Anführungszeichen geschlossen, natürlich weiß man, dass es noch einen weiteren Teil gibt. Sogar im zweiten Teil, finde ich, ist das sehr gut gelungen. Ein geschlossener Anfang, ein geschlossenes Ende. Im dritten Teil natürlich, das Ende ist natürlich ein bisschen lang, aber ich finde, das ist gut so in seiner Form. Beim Hobbit sehe ich ein zentrales Problem, was Peter Jackson versucht da reinzubauen. Er versucht natürlich immer viel Action reinzubauen, ist klar. Es ist ein großer Blockbuster, es muss auch ein bisschen für die Menge konzipiert sein. Und das ist das Problem, finde ich, dass der Hobbit als Buch kein Buch für die Menge ist. Also Herr der Ringe ist ein Buch, was man gut lesen kann, was sehr spannend ist. Der Hobbit ist für mich ein Kinderbuch und es ist nicht einfach für die große Menge. Also es heißt, es wird zusätzliche Action reingebaut und da kommt er dann immer, finde ich, ins Stolpern. Zum Beispiel im ersten Teil diese Hasenschlittenjagd, gut, das ist einfach typisch Jackson, das ist einfach Action, die rein muss, weil der Zuschauer will keine Zwerge sehen, die einfach paar Monate lang da durch die Wildnis marschieren, gut gesagt. Das ist doch Herr der Ringe eigentlich, oder? Wandern. Ja, gut, aber beim Hobbit wird ja auch sehr viel gewandert. Also Eben. man hat die Wanderung von Auenland nach Bruchtal, wo die Trolle vorkommen. Man hat die Wanderung von Bruchtal in die Nebelberge und wo sie gefangen werden. Aber das wird alles ziemlich ausgebaut. Oder im zweiten Teil die Fässerflucht, die eigentlich relativ unspektakulär im Buch ist und da wird natürlich zu einer Massen-Legolas-Action, Surf-Action ausgebaut, wenn man das so sagen will. Und da finde ich, hat Jackson auch handlungstechnisch schon auch ein paar Schnitzer. Zum Beispiel, wie gesagt, das Ende des zweiten Films ist es einfach nicht geschlossen. Es ist ein großer Cliffhanger, was meiner Meinung nach bei Filmen absolut nicht geht. Bei Serien kann man das gern machen, à la Game of Thrones, dass man Cliffhanger hat und was weiß ich, da kommt ja die nächste Folge dann schon. Aber bei einem Film einen so riesen Cliffhanger zu machen, fand ich schon ein starkes Stück eigentlich. Also hätte ich ihm jetzt nicht so zugetraut. Das fand ich ein bisschen schade. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass Smaug im zweiten Teil schon stirbt. Und Entschuldigung, wenn ich das hier gerade so spoiler, tut mir leid. Aber ich glaube, alle, die Was? Mach schnell. Ja. Auch die den Film nicht kennen. Auch Ja. die, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber auch die, die den Film nicht kennen. Da wurde so oft auf diesen schwarzen Pfeil Bezug genommen. Ja. Du bist der Nachfahre. Na Mann, wie hieß er denn noch? Girion. Girion. Du bist der eine Nachfahre von denen. Oh, die Prophezeiung, die Prophezeiung. Jeder, der nicht mal die Bücher nicht kennt, die Filme nicht kennt, der wird sagen, ah, der Drache stirbt. Ja. Genau. Entschuldigung, wenn ich das gerade gespoilert habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, finde ich, dass man halt das vorziehen hätte können, dann hätte man ein schönes Ende im zweiten Film gehabt. So wird ja wahrscheinlich Smaug aller wahrscheinlich nach das klar zu kommen, ja gleich wahrscheinlich ja im dritten Film gleich am Anfang irgendwie da Seestadt angreifen. Genau. Wie gesagt, also Was ich noch sagen wollte, Ja, Philipp, gerne. bei Herr der Ringe ist der Soundtrack und die Ja. allgemeine Musikuntermalung viel besser als beim Ja, Hobbit, das wollte ich noch stimmt. sagen. Das Ist mir stimmt. jetzt gerade noch so eingefallen, weil ich meine, diese ganzen Guter Punkt, elbischen ja. Lieder zum Beispiel, oder das war halt oder der Rohan-Soundtrack, der gefällt mir sehr gut, oder Ja. Gondor, da merkt man halt wirklich so von Film so einen Unterschied, zum Beispiel zum zweiten, zum dritten, dass es halt dann auch das Ding halt wieder gewechselt hat, das Schaufeld, zum Beispiel von Rohan, von Gondor jetzt. Ja, Ja. ja. Ja, also klar, man muss sagen, also ich finde, im ersten Film hat man auch noch sehr guten Soundtrack, das war der Zwergen-Soundtrack, das war dieses Zwergenthema. Im zweiten Film hat man keinen so wirklich bezeichneten Soundtrack, das stimmt schon. Man hat dieses Seestadt-Thema kurz mal, was anklingt, aber was auch nur sehr kurz ist. Und bei Smaug hat man einen sehr, ja, einen sehr, sehr, sehr leisen, sehr, sehr verschlagenen Soundtrack, der jetzt wirklich nichts so wirklich Episches wie drin hat, wie zum Beispiel dieser Chor bei Herr der Ringe oder diese großen Pauken und Trompeten, so, und ihr wisst alle, was ich meine. Und das ist einfach auch ein guter Punkt, dass beim Hobbit der Soundtrack ein bisschen anders ist als wie bei Herr der Ringe. Was fehlt, ist so eine Szene wie mit den Leuchtfeuern von Gondor. Ein Genau, zum richtig Beispiel. epischer Ja, Soundtrack. richtig, genau sowas. Aber vielleicht Ja, kriegen weil wir der da im dritten Sturm Teil der noch Ents. was. No. Entschuldigung, Tarek, du hast gerade was Der gesagt. Sturm der Ents ist auch etwas, Ja, Stiffner, großartig, Gänsehaut. großartig. Da kriegt man immer Gänsehaut, ja. Gut, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir einfach mal zum dritten Film gleich mal straight rein. Was erwartet ihr euch von der Handlung her? Was glaubt ihr, was passieren könnte im dritten Film?
Anhand dem, was ihr so schon wisst. Also wie gesagt, bitte spoilert nichts, was, wenn ihr schon was wisst. Wir nehmen das ja jetzt kurz vor der Premiere nächste Woche auf. Also würde ich sagen, Anthony, du darfst wieder anfangen. Smaug stirbt. Verdammt. Also, ja, ohne Spoilern ist ganz so einfach. Also, ja, weil, aber ich finde, das Problem ja, hast du es irgendwie schon angedeutet, das Problem ja, das ist der 13 Zwerge reisen durch Mittelerde und nichts passiert. Und da kann man schon viel Dramatik in den dritten reinsetzen, auf jeden Fall. Mhm. Also, weil beim Finale. Was glaubst du, wie ist das Finale? Weißt du schon, wie es so ausgehen wird? Ob alles so wie ist wie im Buch oder was glaubst du, was wird so geändert? Also, was ich krass finde, ist, die Szene, die gibt's schon im Internet, auf YouTube. Und die habe ich auch verlinkt. Ich weiß nicht, warum. Okay, also an alle, die jetzt nichts erfahren wollen, die bitte springt einfach mal ein paar Minuten weiter, oder überspringt diesen Teil einfach. Ich werde da vielleicht auch kurz einen Link dran machen. Dann sieht man die Szene, die wurde schon angesprochen, wo Galadriel gegen die Ringgeister kämpft. Ja. Und dann kommen die so an. Und wie habt ihr das gesehen? Wie fand ihr den Design der Nazgul? Also ich fand das ist Bombing. Ich habe so vorgestellt, muss ich sagen. Ich hab den Teaser nicht gesehen. Ich habe nur den, aber das wird wahrscheinlich das Design sein, was man im Trailer auch schon gesehen hat wahrscheinlich. Diese eine Szene, wo Galadriel da mit Gandalf. Ja, das Design ist Bombe, also unglaublich, ja. 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 Also ich habe mir sie so eigentlich so vorgestellt, so wie auf der Wetterspitze im ersten Teil von Herr der Ringe. So habe ich es mir schon vorgestellt, so also weiße Geister halt, ne? Aber dass man die so wirklich in Rüstung und mit Waffen und so sieht, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber ja. Brauchen die später Schwerter, wenn die jetzt so Geisterschwerter haben und Geisterkeulen. Ja. Okay. Ja, ich glaube, das können wir einfach generell mal so allgemein machen, was man so für den dritten Film denkt. Also ich denke, dass dass wir zum Ablauf generell, dass wir mit Smaugs Angriff auf Seestadt anfangen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das sozusagen eine Art Prolog wird. Dann werden wir, dann werden die Seestädter vertrieben sein und dann kriegt man natürlich diese ganze Dynamik zu spielen. Also wer jetzt keine Spoiler haben will, was so wahrscheinlich passieren wird, der soll einfach jetzt weiterschalten. Ich denke einfach, dass man dass die Schlacht ziemlich schnell gehen wird, dass man ziemlich schnell das aussehen wird, weil die Schlacht wird ja wahrscheinlich echt eine Dreiviertelstunde lang werden und das ist ja fast so viel, das ist glaube ich so viel beim dritten Teil, die ganzen Pelennor-Felder und Minas Tirith zusammen, also das ist schon viel. Und ich bin gespannt auf die Schlacht. Ich glaube, die wird richtig fucking episch, wenn man das jetzt mal so sagen darf, salopp. Vor allem bin ich auf die Armeen, auf die Kampfweise gespannt. So, man hat ja sehr viele unterschiedliche Armeen. Man hat ja Zwerge, Elben. Ich bin vor allem auf deinen Eisenfuß gespannt. Ich bin leider, der Ansicht, dass er wahrscheinlich viel zu kurz kommen wird. Dass man nicht mal mehr seine Krönung oder sowas sehen wird. Aber da bin ich schon ein bisschen skeptisch draus. Aber ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass die Schlacht sehr episch wird. Die wird wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar noch epischer als die Schlacht im dritten Teil von Herr der Ringe. Und ich bin auch überzeugt, dass wir eine kleine Kili-Tauri-Romanze wieder haben werden zum Abschluss. Und ich bin aber auch überzeugt zum Beispiel, dass Azog und Bolg sterben werden. Durch wen, weiß ich jetzt noch nicht. Das kann man schwer sagen. Und natürlich, glaube ich, werden unsere drei Todesfälle, die wir schon alle kennen, die das Buch gelesen haben, werden bestimmt auch eintreten. Also da bin ich mir ganz sicher. Und ich bin, was ich leider befürchte, mit 145 Minuten, mit plus 45 Minuten Schlacht, eine Stunde für die gesamte andere Handlung, befürchte ich, dass die Heimreise leider ein bisschen kurz kommen wird und dass das wahrscheinlich dann in die Extended Edition mehr gepackt wird. Genau. David, willst du noch dazu was sagen? Ja, ich denke auch, die Schlacht wird natürlich episch und spektakulär, aber ich weiß gar nicht, ob ich das dann so gut finde, weil wenn man das dann vergleicht, Truppenstärke und alles zu Herr der Ringe, dann kann das ja eigentlich gar nicht so wirklich so gigantisch sein und episch. Vielleicht schon, aber ich weiß nicht, wie das umgesetzt wird. Ja gut, Truppenstärke ist immer ein schwieriges Thema bei Tolkien, weil ich mein Kinderbuch und er äußert sich ja wirklich nie so dazu. Ich würde sagen, also klar, man muss sagen, diese Schlacht wird richtig episch, weil Jackson sich einfach verabschieden will. Ob das so gut ist, ist die andere Frage. Also ich bin auch skeptisch, wenn es größer als der Pelennor wird, bin ich dann schon ein bisschen, ja, okay. Aber man muss ja auch sagen, ich meine, das sind ja Orks, die sozusagen aus Dol Guldur und aus dem Mädelgebirge kommen. Und die sind sozusagen ja noch, sagen wir mal, frisch in ihrer Bevölkerungsstärke, sagen wir mal so. Also ist es gar nicht so schlecht, wenn das Heer der Orks ein bisschen größer ist. Was ich mir allerdings Sorgen macht, also was ist halt ein bisschen schwierig, ist zum Beispiel Thranduils Heer, was ja auch schon sehr groß ist, was wir im Trailer sehen. Also ich meine, es ist ein,
ob das Waldlandreich wirklich so groß war, das muss man ein bisschen sehen. Auch Dains Heer ist viel größer. Ich glaube, im Buch sind es, glaube ich, um die 500 Mann oder so, die er da schickt. Und im Film werden es deutlich mehr sein. Also, das ist halt ein bisschen halt sozusagen dem Finale des dritten Films geschuldet. Da muss man halt ein bisschen Verständnis haben. Aber ob das so viel besser ist, das weiß man natürlich nicht, ja. Das wird auf jeden Fall krass. Es wird krass, genau. Anthony hat es gut zusammengefasst. Es wird krass. So, jetzt komme ich zu einer spannenden Frage, zu unserem letzten Gesprächspunkt für heute. Und zwar, Hobbit wird zu Ende gehen die nächsten Wochen. Das wird wahrscheinlich der letzte Peter Jackson-Film werden, den wir aus Mittelerde sehen werden. Seid ihr traurig? Ja, auf jeden Fall. Ja, ziemlich. Man weiß halt nicht, was kommt, ob jetzt noch was Neues kommt oder nicht. Irgendwann, ja, genau, das ist meine Frage. Glaubt ihr, dass in den nächsten Jahren was Neues kommen wird? Glaubt ihr, dass noch was... Hurins Söhne? Ja. Das wäre schön, ja. Okay. Oder was auch gut wäre, vielleicht so wie in der Game of Thrones Style-Serie über das Silmarillion. Das wäre vielleicht auch was. Okay. Das fände ich auch gut, ja. Okay. Anthony, warum glaubst du Hurins Söhne unbedingt? Weil der Rest ist halt sehr... Tolkien berichtet alles mal sehr mythisch, ne? Soll ja alles verwirrend sein, ein bisschen. Ja. Man alles überliefert, man weiß nicht genau, wie war das. Aber das ist ja von dem Sohn Christopher Tolkien, glaube ich. Ja. Das ist ja von dem Sohn auch richtig zusammengefasst als Geschichte. Die ist ganz cool, die Geschichte. Wer sich nicht kennt, das ist ein bisschen Ödipus, bisschen ganz cool. Da ist auch eine Elbenstadt, die auch, Gondolin, geht es auch ein bisschen darum, wird angekratzt. Könnte man also einen zweiten Teil noch anbringen. Ja. Also, und das ist eine richtige Geschichte von Anfang bis Ende. Ja, ja. Ich glaube, ein bisschen trauriges Ende vielleicht, aber... Das Ende ist sehr traurig, ja, finde ich schon. Aber dann könnte man einen zweiten Teil halt mit Gondolin machen. Und ja. Und ja, das wäre eine richtige Geschichte. Und ich glaube, der Rest ist halt alles so noch nicht zusammengefasst, richtig. Okay. Würde ich jetzt sagen. Ja. Philipp, was könntest du dir so vorstellen? Oder sagst du, ja, nee, es war es jetzt erstmal für die nächsten Jahre? Ja, wie gesagt, halt so eine Game of Thrones-Style-Serie. Okay. Das würde ich mir echt wünschen, weil... Ich habe das teilweise nicht gelesen, weil es mir, Zeitgründe und es so weiter. Ist ziemlich trocken auch. Das ist fast schon wie Schullektüre, aber naja. Ja. Das wäre echt cool, finde ich. Und das mit den Kindern von Hurin, das finde ich auch gut, weil die Geschichte hat mir sehr gut gefallen und ich denke schon, dass man da durchaus einen guten Film draus machen könnte. Und sonst, viel kann ich mir nicht so vorstellen, weil irgendwo hört dann das Material dann auch auf. Also, so ist es ja nicht. Aber, man könnte sich ja was Neues ausdenken. Ich finde, Tolkien... Fanfiction. Vielleicht Fanfiction, vielleicht spitzfindige Regisseure, weil ich meine, Tolkien wollte doch, dass es lebt alles, dass es weitererzählt wird, dass es Mythos entsteht und... Ja. Ja, das geht ja, wenn man sich... Deswegen finde ich eigentlich nicht gut, dass alles Peter Jackson macht, so, weil dann fixiert man sich zu sehr auf ihn. Ja. Und das sollte... Viel mehr Material, ich finde es kein Problem. Sollen sie mir mehr Geschichten bringen? Ich verstehe nicht, warum das so heilig gemacht wird. Dass das Problem ist halt, dass seine Söhne das halt nicht möchten. Die haben halt wirklich das Copyright drauf und dann. Das stimmt allerdings, ja. Da muss man klar so sagen. Die wollen sogar alles verbieten. Sie wollten es gar nicht mit Hobbit und so, ne? Ja, die waren da total dagegen. Aber es gab einen großen Rechtsstreit darum, ja. Ich kann dir gleich noch dazu was sagen. Jetzt will ich erstmal aber nochmal kurz Davids Meinung hören, ob er eine Vorstellung dazu hat. Ja, ich fände es natürlich cool, Silmarillion, wenn irgendwie geschafft werden würde, zu verfilmen oder so. Aber dafür müssten halt wirklich nochmal viel mehr Geld aufgebracht werden, weil da müsste man ja eine ganze neue Landschaft und es ist ja sogar am Anfang zum Teil das Licht müsste ja irgendwie anders sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, so Polarnacht-mäßig irgendwie. Die gesamte Welt mit Valinor und was weiß ich, das ist sehr aufwendig, wäre sehr aufwendig. Ja, weil man ja man müsste ja nicht mehr ganz verfilmen, aber wenn man Valinor noch mit reinbringen wollte, man kann ja da gar nicht irgendwie die Größe abschätzen. Das sind ja richtig, Götter, ja. Die können ja von einer Sekunde zur anderen wohin reisen. Ja, es ist alles sehr abstrakt am Anfang, das stimmt allerdings, ja. Okay, also fassen wir mal zusammen. Anthony sagt Kinder Hurins, okay. Philipp sagt so Silmarillion oder David auch Silmarillion soll. Wäre cool, wenn es gemacht wird in der Art Serie oder Art Filme. Ich bin der Meinung, dass das Silmarillion unverfilmbar ist in der Filmreihe. Also ich sage Filme daraus, das ist zu viel Stoff. Das Problem ist auch beim Silmarillion, dass man sehr oft springt. Man springt Jahrhunderte mal, passiert nichts und man springt einfach dann weiter. Man hat sehr, sehr viele Namen, sehr, sehr viele Charaktere
die man einführen müsste, und man hat einfach auch am Anfang mit der Entstehung der Welt und mit den Göttern einfach Mysterien, die angeschnitten werden, die ja, die man so in der Filmreihe gar nicht machen könnte. Ich meine, das sind fast 5000 Jahre Geschichte, Mittelerde-Geschichte, und das ist fast in der Filmreihe unverfilmbar. Und ich sag auch, in der Serie wird es schwer zu verfilmen. Ich schließe mich da auch Anthony an, wenn, dann kann man sich nur einzelne Gesichtspunkte rausnehmen. Das Problem ist, wenn man sich einzelne Gesichtspunkte rausnimmt, muss man so Sachen wie Melkor oder Morgoth und Beleriand, die Länder, die es dort gibt und ja, die ja Turin auch durchwandert, muss man alle einführen, und das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, da das... Aber hat man das denn auch... Ja, da fehlt dann irgendwo dann auch der Zusammenhang. Richtig, der Zusammenhang fehlt einfach. Aber hat man das gemacht bei Herr der Ringe so eingeführt? Ich finde, bei Herr der Ringe hat man es in dem Sinn eingeführt, dass man hatte diesen Prolog mit Sauron und mit dem Ring. Und dann wurde man einfach in die Welt hineingeworfen, man hat diese Welt sozusagen durchreist. Also das wird schon funktionieren. Ich sag nicht, dass alles am Anfang gleich vorgegeben werden muss. Das Problem ist nur, dass man halt mit Morgoth und Ding eine viel größere Macht im Merke hat als Sauron. Und dass das Schwierige ist halt einfach auch, dass die Länder auch anders strukturiert sind. Also man kommt in Länder und es passiert dort was mit Turin, aber man, es ist schwierig zu sagen, dass diese Länder kommen dann nur einmal kurz vor und verschwinden dann wieder. Und man fragt sich, was wird denn dann eigentlich dann aus der gesamten Welt, als wenn die Kinder Hurins ändern? Das ist eben das Ding. Nee, was ich mir noch wünschen würde, ist vielleicht, dass man so Sachen verfilmen würde, die wie Sauron mit Sauron, dass man mehr mit Sauron macht. Zum Beispiel, dass man verfilmen könnte, vielleicht sozusagen die Geschichte Numenors könnte man vielleicht gut verfilmen. Das wäre interessant. Ja, mit dem Fall Numenors durch Sauron. Das wäre, glaube ich, ganz cool zu verfilmen. Wobei man natürlich dann auch wieder ein bisschen anfangen muss. Aber ich glaube, da hat man einen ganz guten Cut, weil, wie gesagt, Morgoth ist besiegt, die Götter, die Welt ist entrückt und so weiter und so weiter. Und man hat dieses ganze Göttliche schon ein bisschen weg, und dann hat man sozusagen Mittelerde schon so ein bisschen in den Anfängen, wie man es auch aus Herr der Ringe kennt. Ja, aber wenn man das verfilmt, das sind auch wieder so riesige Zeitsprünge. König sind ja schon wieder 300, 400 Jahre. Ja, natürlich. Nee, das ist schwierig. Man müsste es natürlich so verfilmen. Man müsste die Verfilmung ansetzen von dem König. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Der nach Mittelerde kommt und Sauron nach Numenor holt. Ab da sollte man anfangen ungefähr. Und wie Sauron sozusagen dann Numenor verdirbt durch seine Schmeicheleien und seine Intrigen. Das wäre, glaube ich, eine Sache, die man filmen könnte. Aber wie gesagt, ich stimme euch allen zu. Es wäre cool, wenn noch was kommen würde, aber ich habe so ein bisschen die Angst einfach. Ich bin erstens skeptisch, weil, wie gesagt, die Rechte sind fest bei den Tolkien-Nachkommen. Und die waren auch beim Hobbit schon sehr skeptisch. Und auch Peter Jackson musste sehr dafür kämpfen, dass das überhaupt, man hatte ja einen riesen Rechtsstreit und alles, ob das überhaupt in Neuseeland stattfinden soll. Und es war ja erst ein anderer Regisseur und was weiß ich. Und ich bin da skeptisch, ob die nächsten 10 Jahre da schon wieder was kommen wird. Aber ich bin ganz sicher, dass irgendwann mal wieder was kommen wird. Da das Thema Mittelerde läuft immer gut. Man sieht es ja auch jetzt, dieser riesen Hype um den Hobbit, den dritten Film. Es werden wieder Millionen reingehen, sage ich. Und das ist immer gutes Geld für die Filmstudios. Ich meine, ich habe letztens was gelesen. Allein schon der zweite Teil vom Hobbit hat jetzt so viel reingespielt, dass sie die Kosten für die Produktion der aller drei Filme schon wieder gedeckt haben. Also das ist einfach auch, finanziell lohnt sich das natürlich auch immer für die Studios. Gut. Ich habe eine Frage. Ja, gern, Anthony. Und zwar ist mir jetzt letztens aufgefallen, ich habe Glamring und Orcris kommen doch genauso wie Stich aus Gondolin. Wurden alle dort gespielt, wobei Stich weiß man nicht, bei Stich ist man unsicher. Also Stich ist im Dunkeln, Glamring und Orcris, genau, kommen aus Gondolin, mit Sicherheit, ja. Na gut, weil sonst hätte ich gesagt, dass sie auch leuchten müssten eigentlich, oder? Das ist eine interessante Sache, ja. Glamdring müsste leuchten, eigentlich. Ja. Und man hat das, wird ja oft programmiert, dass ja das Gandalf-Schwert gar nicht leuchtet, wenn da Orks da sind. Das stimmt auch wirklich. Glamdring müsste leuchten. Allerdings hat es das in Herr der Ringe auch schon nicht. Also, da kann man streiten drüber. Ich glaube, Peter Jackson hat das halt einfach so genommen. Man hat Stich, dieses besondere Schwert, was leuchtet, was ja von Bilbo so eingeführt wird, als er es Frodo gibt. Und da, von da an sieht man, okay, Stich muss leuchten. Die anderen Elben-Schwerter werden nicht so gesagt, dass sie explizit leuchten müssen. Deswegen lässt man sie nicht leuchten, ganz einfach. Okay. Da bin ich der Meinung, ja. Gut. Genau, dann noch, ich würde sagen, wenn keiner mehr was anzumerken hat, dann kommen wir langsam zum Ende. Oder will noch jemand unbedingt was sagen? Irgendwas loswerden? Na. Okay. Ja.
Ja? Gut, ich muss meine Karten, mein Kartenwissen nicht. Stimmt, du musstest dein Kartenwissen heute gar nicht anwenden. Ja? Ich könnte dich ja noch fragen, sowas, so wie weit ist es vom Erebor bis nach Minas Tirith in Meilen, aber weiß nicht, ob du sowas wüsstest. Handbreit. Handbreit. Nein. Nee, um Gottes Willen, Anthony, wir wollen dich da nicht in Verlegenheit bringen. Nein, Spaß. dann noch kurze Frage. Habt ihr schon Karten reserviert für den dritten Film? Geht ihr früh rein oder habt ihr noch gar keine Karten? Hab schon Karten für den Release-Tag. Für den 10. oder für den 9. um Mitternacht? Nee, für den 10. Ja, das wäre ein bisschen zu spät. Okay. Ich glaube, auf Amazon mit der Extended Edition, ja, gab es die mit der Karte dazu und so eine kleine Münze. Interessant. Wusste ich gar nicht. Habe ich mir bestellt, ja. Ah, okay, cool. David, hast du die? Ja, die habe ich mir, die Extended Version mit der Karte habe ich mir auch bestellt gehabt gleich. Sehr gut, David. Sehr gut, ja. Gut gemacht. Nee, ich gehe gleich Dienstag rein, schaue mir alle drei Filme an und dann um 12 sozusagen die Premiere des dritten Films. Wird eine lange Nacht, aber ich glaube, das ist mir einfach wert. Ich meine, es ist der letzte Film, da kann man sowas schon mal machen. Außerdem bin ich Student, ich muss nichts arbeiten. Aber dann möchte ich mich herzlich mal bei euch bedanken. Es war eine lockere Runde, genauso wie ich es mir gewünscht habe, war cool. Wir hatten tolle Gespräche dabei, wir hatten tolle Anregungen von allen Beteiligten. Und dann würde ich sagen, darf jeder sich kurz mal verabschieden. Anthony, du fängst einfach an. Ja, wirklich Spaß gemacht, war cool. Und ich hoffe, weil, wie ich vorhin gesagt habe, das ist Mystik hier mit Herr der Ringe, und ich hoffe, dass wir ihn alle in den Kommentaren gut schreiben und alle mitdiskutieren. Das ist genau das, was Tolkien wollte, das ist in seinem Sinne. Und deswegen finde ich das cool. Und verabschiede mich mit Namari. Ja, Philipp. Ja, danke. Ja, also ich fand die Runde war auch recht cool. Also jeder hat was gesagt. Das fand ich auch schon mal gut. Ich hatte schon Befürchtung gehabt, dass jemand gar nichts sagt oder so. Dass zu viel gesagt wird. Aber naja, jetzt haben wir knapp eine Stunde. Oder ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut. Moment, aber, ich kann es dir sagen, ja, eine Dreiviertelstunde, es passt perfekt. Ah, das ist ja in Ordnung. Also, ist nichts aus dem Ruder gelaufen, aber ich fand es mal interessant, die Meinung von anderen Leuten zu hören über das ganze Thema und so weiter. Ja. Das war auf jeden Fall mal gut, weil in meinem Umfeld gibt es nicht so viele Leute, die sich so mit Tolkien und Herr der Ringe und so weiter auskennen. Das ist ein weit bekanntes Phänomen. Ich habe einen sehr guten Freund, der sich auch damit beschäftigt, allerdings nicht so, und der hat Intensität. Also es ist selten geworden, ist übertrieben, aber es gibt ja viele Leute, ja, es ist schön, Gleichgesinnte mal so zu treffen, ja, was das angeht. Das ist immer gut. Genau. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Diskussion in den Kommentaren. Also ja? Was dann auch die Zuschauer denken, über das Ganze, und sonst, naja, ich bin immer zu haben, Philipp, mit Diskussion. Danke, Philipp. So, David. Ja, fand ich auch sehr cool, die Runde. War auch nicht jetzt irgendwie zu lang, zu kurz, ist ja alles schon gesagt worden. Auch gut, natürlich, sich mal mit jemandem zu unterhalten können, der da ein bisschen sich mehr auskennt. Und ja. Das war's eigentlich. Okay, dann sag ich noch ein paar kurze Worte. Wie gesagt, alle Beteiligten, alle Teilnehmer waren wirklich cool. Hat mich gefreut, war echt schön locker. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage an Anthony, und zwar, du hast Namari gesagt. Ich frag mich, spricht man das nicht Namari aus? Oder spricht man das wirklich Namari aus? Ganz ehrlich, so mit der Syntax und von Elbisch muss ich ehrlich gesagt passen. Ich glaube, man spricht Namari aus, aber lassen wir es Namari sein. Das Problem ist, ne, auf MP3 habe ich kein Elbisch oder so, oder im Fernsehen. Ich lese es auch nur auf Deutsch. Richtig, genau. Ich spreche es auch Deutsch aus. Ja, ja, nee. Aber ich glaube, die Elben haben kein EE, aber egal. Auf jeden Fall. Okay. Nee, auf jeden Fall an meine Zuschauer. Ich hoffe, es war ein schönes Special für euch, und ihr dürft. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, wie gesagt, in den Kommentaren eure Meinung zu all diesen Fragen zu schreiben, die wir heute diskutiert haben. Und da bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, als mich nochmal bei meinen drei Teilnehmern zu bedanken. Es war echt cool. Und es würde ich sagen, ich wünsche euch mal da nächste Woche eine fröhliche Hobbit-Premiere. Ich hoffe, allen gefällt der Film. Ich hoffe, alle eure Erwartungen werden erfüllt. Und dann wünsche ich auch allen noch schöne Weihnachten. Obwohl das vielleicht noch ein bisschen früh ist, aber schon mal so im Voraus. Und
dann wollte ich noch, eigentlich war es das dann schon. Na, Marie. Und ich wünsche euch alles Gute. Ciao. Tschüss. Servus. Ciao.